Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir sind im Kurs, im Deutschkurs A2 bis B1 für Fortgeschrittene. Wir behandeln die Anzeige der Karlsruher Stadtwerke über das Trinkwasser. Nun Fragen zum Hörverstehen. Bitte beantworten Sie die Fragen in ganzen, vollständigen, grammatikalisch korrekten Sätzen. Es sind mehrere Antworten möglich. Lassen Sie Ihre Antworten am besten von einem Deutschen, von einem Muttersprachler auf die Richtigkeit überprüfen. Unsere Antwortmöglichkeit werden wir Ihnen im Beschreibungsteil nachliefern. So, Nummer 1. Wie viele Menschen werden in Karlsruhe Stadt und Umland mit Trinkwasser versorgt? Nummer 2. Wie wird das Trinkwasser überwacht? Nummer 3. Ist Wasser ein Lebensmittel? Nummer 4. Wie viele Proben und Analysen werden jährlich gemacht? Nummer 5. Von welcher Qualität ist das Karlsruher Trinkwasser? Nummer 6. An welchen Stoffen ist das Wasser reich? Nummer 7. Kann es mit den Wässern aus der Flasche konkurrieren? Und Nummer 8. Von wem stammt diese Anzeige? Tschüss, bis zur nächsten Folie.